Es gibt einen Plan, den wir jetzt verfolgen. Mal gucken, wie wir da abgelenkt werden. Wir reisen jetzt nach Tarnberg, machen uns da wieder hübsch, also gehen waschen. Gehen uns da waschen, auch wenn da die blöde alte Hupfdohle ist, die Badeinhaberin. Dann geht's nach Hatay. Vorher werden wir noch, fällt mir gerade ein, bei Tarnberg nochmal zur Schenke gehen und da eine Truhe und sonst ganzen Klumpatsch abgeben. Dann eben nach Hatay und da werden wir mal nach Peschik schauen, wie viel er in seinem Geldbeutel hat. Und wir werden uns mal ein schwächeres Schwert kaufen, damit die Kämpfe etwas länger dauern, damit die nicht so schnell umklappen, die bösen Buben. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Gott, wir hätten uns da die Jenderbeine brechen können an dem Baumstumpf. Stumpf. Ah, apropos brechen. Ja. Es ist auch interessant, wie das Dach hier fast auf Wegesrandhöhe hängt, weil das Haus etwas tiefer steht. Aber auch nicht so viel. Das Dach wird sehr weit runtergezogen. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, wenn das Dach so weit nach unten geht. Also wenn man da praktisch mit seinem Kopf sich am Stroh die Haare kämmen kann. Was für ein Dach das ist, ist klar, das ist ein Satteldach. Flachdächer gibt es zum Glück noch nicht, die sehen, wie ich finde, absolut scheußlich aus. Walmdach ist noch schön. Ich hätte einen anderen Plan, jetzt rede ich über Dächer. Das hier ist ein Pultdach. Also wenn man so sagen will. Eine Hauswand bis hoch und da fängt das Dach an. Und geht über, ja, nur über eine Fläche. Also hier hast du ja zwei Flächen, auf dieser Seite ein und auf der anderen Seite. Bei einem Walmdach hast du ja vier. Bei dem Zeltdach auch, aber Zeltdach ist halt spitz. Walmdach hat halt einen langen Giebel. Staubsgiebel, ja. da verquatscht. Und Zeltdach. Nein, wo war ich? Beim Pultdach. Wir sind vorbeigerannt. Badeinhaber. Ist etwas passiert? Ja, ich will mich waschen. Ey, geh an deine Stelle, wo du das machen lassen kannst. Sie will pennen gehen, oder? Nee. Mein Gott, du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Wir haben über Faller überfallen. Ich möchte die Dienste des Hauses in Anspruch. Was hättest du denn? Heilung brauchen wir nicht. Wunden heilen. Na, das ist ja ganz oben. Ich brauche ein Bad und saubere Kleider. Das lässt sich. Na, kriegst du aber nur minimal mehr. Das ist mir zu. Und wie viel? Da ist sie noch freundlich, obwohl wir einen du Preis drücken wollen. Du wirst es nicht bereuen, das verspricht. Dann viel Glück. Platsch. Also. Weiter geht's. Da waren wir ja schon drin und mit anderen können wir da oben jetzt nicht zwingend reden. Der Wirt. Da hinten war der. Jenda ist ja noch vollgepackt mit mehr oder weniger schönen Sachen. Die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend Feeling. Hatten wir schon dauerhaftes Bett? Ehrenwerte Grüße. Wie kann ich dienen? Wo ist mein Bett? Wo kann ich schlafen? Also wir haben hier ein dauerhaftes... Auf dem Dachboden. Es gibt eine Tür neben dem Hühnerhaus. Da Gott sei mit. Wie schön unsere Rüstung aussieht. Hier musste man durch, ne? Und dann gab es hier eine Leiter, die hochführte. Genau. Ist auch eine coole Ecke. Klar, wir müssen zwar durch den Hühnerstall, aber... Ich finde, das ist so gemütlich gemacht. Wir pennen über den Hühnern. Gut, die können auch stinken, aber... Ah, was setze ich mich denn? Ich wollte in die Truhe gucken. Aber der Weg so, hier so zack, zack, ganz klein schnuckelig und gemütlich. Gemütliches Haus. Das ist keine Truhe. Hier. Ach, Mist, Jenda. Ich will jetzt nicht noch Leiter klettern. Ausnahmsweise mal so. Ich habe ja gar nicht entpackt.
aufpassen, was ich mit rübernehme. Das, was ich eventuell behalten wollte, das rote Gebein. Mal gucken, ob ich das irgendwann verkaufe. Lamellen viermal. Ketten, Wams, braune Steppjacke. Verbände 17. Halt, wir haben ja auch noch was. Ich habe jetzt alles bloß aus Yenda rausgeholt. Diese Musik wieder, ich lasse sie einfach mal auf sich beruhen. Ich lasse sie einfach mal ohne mich wirken. Also, Kopf heraufdrehen. Und die Beinlinge nochmal. Gut, 154, das passt so. Und was ich generell mal machen werde, ist das schon auf Maximum bestimmt nicht. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Die Musik mal einen Hauch lauter von Haus aus. So, Headset ist auf Minimum. Die Musik ist schon bedeutend lauter. Ich mache dir mal einen Hauch lauter. Einstellung. Pater Noster. Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Die ist noch leiser als das Gesprochene, insofern passt es. Ganz nebenbei. Habe ich so noch gar nicht angesprochen. Pater Noster, qui es in celis. Man hört alle drei Sachen. Man hört die Musik im Hintergrund. Man hört die Soundeffekte, das Wasser und den Typen, der redet. So kann man das einfach direkt hier abmischen, ohne dann erstmal wieder an eine entsprechende Stelle kommen zu müssen, also in den Dialog oder so. Das finde ich richtig gut, das ist eine Kleinigkeit, aber eine verdammt gut gemachte. So, wir wollen nach Tarnberg, da wollen wir mal gucken, wie viel der Peschek in seiner Hose hat. ich meine natürlich sein Geld. Und dann sehen wir mal zu, dass wir uns noch ein deutlich schwächeres Schwert kaufen. Das Schwert des Herodes werden wir weiterhin mit uns führen für den Ernstfall. Aber wir wollen dann erstmal mit einem kleineren Kaliber kämpfen, damit die Kämpfe einfach länger dauern und ich dann einfach mehr das perfekte Blocken üben kann. Die klappen mir zumindest viel zu schnell zusammen, die ganzen Banditen. Die sind einfach zu lasch. Beim Turnier, ja. Das Turnier ist ein guter Maßstab. Da haben alle die gleiche Ausrüstung. Man kommt mit seinem Charakter an. Also, wie stark ist man? Und das ist entscheidend. Wie stark ist man und was kann man? Da kommt es mehr auf die einzelne Person drauf an, nicht auf das, was er unterm Hintern hat. Also, Rüstung und so. Ich denke auch gerade etwas an die Formel 1. Einheitsautos, aber das wäre nicht die Formel 1. Es wäre ziemlich langweilig, wenn es da keinen Wettbewerb und Technikinnovation gäbe. Aber hier im Spiel mit dem Turnier ist das sehr gut gemacht. Alle auf einen Nenner bringen. Ich denke mir gerade, bezahlen wir den Stallburschen eigentlich nicht, ne? Weil der hat ja keine Arbeit bei uns. Aber ist er jetzt arbeitslos? Wir haben eine Abfindung gezahlt und jetzt hat er keine Arbeit. Ach herrje. Einen Schmied bräuchten wir noch. Wir können direkt dem Saberhans sagen, hier du, komm schon. Oder wir überlegen uns das noch mit diesem Zach, aber der will ja auch erst, dass wir eine böse Sache vorher machen, nämlich den anderen Schmied ins schlechte Licht drücken, und das will ich eigentlich nicht. Ich hätte das einfach vor der Quest machen sollen. Weil ich sag mir jetzt dann doch, klar, wir sind Vogt und ich denke mal, wir werden noch die ein oder andere Truhe öffnen, die uns nicht gehört, aber in der Hinsicht, weiß nicht, überlege ich mir noch, ob ich das mit diesem Zach mache.
Jetzt geht's erstmal nach Rattay. Fritz und Matthäus haben keinen Bock. Wir bräuchten noch einen Bäcker, einen Wachhausangestellten. Wir können mal den Hauptmann Bernhard fragen. Nein, der Baum bleibt jetzt. Einen Bienenstockbeauftragten brauchen wir noch. Gibt's bestimmt nicht. Eine Schankmaid haben wir, einen Schankmeister. Braumeister, kennen wir einen? In Sarsau haben die doch immer so viel gesoffen. Der steht so auffällig da, als würde er eine Quest geben wollen, irgendwie. Ja. Aber ich glaube, einen Braumeister gibt's nicht direkt. Wir haben uns gar nicht die Brauerei angeguckt, fällt mir gerade ein. Ups. Ja. In Pribislavitz. Was ist jetzt kaputt? Ja. Blöder Busch. So, Waffenhändler. Hoffentlich hat er was Cooles dabei. Einfach nur ein Langschwert, das reicht mir schon. Meinetwegen auch mit einem 25er Angriffswert. Ah, diese Marktschreier wieder. Also, Flachion. Spalter ist auch ziemlich kurz. Jagdschwert ist alles kurz. Es steht bestimmt hinter uns in so einer, nicht Vitrine, sondern, ja, das ist ein Langschwerter. Händlerschwert. Der Stecher. Hatten wir den Stecher schon? Der hat, oh, noch ein zweites Herodes. Nicht bestehlen. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Er hat 6300, okay. Waffen, Bürgerschwert, ist das lang? Sieht irgendwie so aus. Altes Schwert 55. Gottschwert. Auch Gottschwert. Händlerschwert, das war lang, das haben wir gesehen. Und der Stecher war auch noch lang. Hat er bloß die drei, die er da hinten in seiner Vitrine hat, sag ich mal? In seinem Schwertständer? Treuer Gefährte ist auch kurz. Das klingt so wie nach einem Schwert für einen Reiter. Streitkolben des Vogts? Jeder Vogt hat den gleichen. Ich dachte, das wäre ein besonderer für uns angefertigt. Kurzschwert. Der Spalter. Warum gibt es da zwei von? Einmal Jagd, einmal Langschwert. Interessant. Dass man nicht nach Schwertart sortieren kann, ist ja doof. Dann machen wir es auch mal anders. Schwert des Herodes. Stecher ist zu gut, das nehme ich nicht. Ist ja kaum schwächer. Wir können sie mal offen lassen hier, wobei dann sehe ich die Stärke nicht mehr. 56 ist mir auch noch zu stark. Ich nehme mal ganz unten eins. Kurz, Breitachs, Klopfer könnte lang. Ja, okay. Ja, gut, Klopfer werde ich, glaube ich, nehmen. Weil das ist schon alles wieder zu stark. Das geht über die 40 hinaus. Kurzschwert, Flachion. Das ist bestimmt französisch ausgesprochen. Fachion. Knappen ist auch sowas hier mit kurz. Ich hab mein Schwert gefunden. Klopfer. Klopfer. Zeichentrick. Wie viel kostet denn das? Och, gar nichts. Süß. Mit einem Warenkorb. Geben sogar noch was drauf. Lässt sich was am Preis machen? Und zwar volle Pulle. Hier. Und etwas für die Mühe. Nun denn, recht herzlichen Dank. Bitteschön. Weil ich noch so meinen Hang aus Pribislavitz habe, hast du heute Glück und die Tür ist wieder zu. Rüsthändler, will ich noch gucken, wie viel Geld er hat. Ja, komm, wenn ich gerade hier bin und dran denke. Es sind aber einige Tage vergangen, deswegen bin ich auch sehr gespannt, was der Peschek da hat. In seiner Geldbörse. Nicht bestehlen, nicht bestehlen. Gott segne dich. Wie viel Geld hast du? Das ist die Frage. 21.000 ist sehr ordentlich.
Nein! Ich war noch nicht über die Schwelle. Ist das wirklich der entscheidende Punkt? Wir stehen jetzt optisch noch nicht drüber. Wir machen von innen zu, okay? Jetzt stellen wir uns mal drauf. Jetzt machen wir mal den Türtest. Wir haben schon gemacht, bringt es was, Sachen vor zu reparieren? Das müsste jetzt reichen für von draußen zu machen, oder? Ja. Okay, Türtest abgeschlossen, nachdem wir schon den lohnt es sich, Sachen zu reparieren Test gemacht haben. Ja. Ich hätte noch auswählen können, ob es reicht, wenn man über die Fuge tritt. Zwischen drin und Türschwelle. Naja. Man kann es auch übertreiben. Wobei, eigentlich gehört das ja schon irgendwie dazu bei so einem Test, bei so einem offiziellen. Ah, nur ganz leicht übertreten, so zumachen. Dann macht man sie von innen zu. Muss man wirklich komplett über die Fuge treten? Wobei, die Stufe ist nicht groß. Da rutschen wir doch eher eine Treppe runter, oder? Beim Umdrehen stehen wir noch nicht drin, aber es dürfte schon eher draußen als drin sein, deswegen machen wir es von draußen zu. Ja, okay. So. Also, es war ein sehr ausführlicher Türtest, oder? Ich glaube, so einen ausführlichen gibt es auf YouTube noch gar nicht. Jetzt schon. Haha. Alleinstellungsmerkmal. Ich wollte ja bei Pesche gucken. Moment. Der ist ja hier und nicht in der Truhe. Wobei, so viel Geld wie er hat, könnte ich auch denken, er hat unsere Truhe geplündert. Da steckt so viel Müll drin. Ich habe hier Ding. Sag jetzt nicht über 100.000. Boah, 125.000. Alter Verwalter. Und der ist hier immer noch mit seiner Mühle und schleppt sich jeden Tag den Buckel rund. Und das glaubt man eigentlich gar nicht, wenn er so ein Schlitzer ist, dass er dann doch seinen Beruf so sehr liebt oder einfach so doof ist. Nee, doof ist er überhaupt nicht. Er ist halt Schlitzohr und Schlitzohrer sind nicht doof. Nicht in erster Linie. 125.000. Mal gucken, ob das so bleibt oder ob er wieder verliert. Okay. Ich würde sagen, wir gucken nochmal, ob unsere Ausrüstung ganz gemacht werden kann. Es ist schon 15.30 Uhr. Na, schon vor 18 Uhr. Ja. 15.30 Uhr ist auch vor 18 Uhr. Selbst 18.30 Uhr ist vor 18 Uhr des nächsten Tages. Oh, Feierabendglocke läuft. Läutet. Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, gut. Bombasche aus dem Buchenrauch. Naturgewürzt und das schmeckt man auch. Ja, so ist der Brauch. So, und... Oh Gott, die haben noch keinen Feierabend. Wenn wir schon bei Ohrwürmern sind, haben wir es abgeräumt, dann will ich schon zumachen. Wir können ja auch selbst ganz machen. Ben? Auf bald. Ah, Jenta, den Kram, ne? Die Tür bleibt erstmal offen. Vielleicht bleibt sie generell offen, wenn wir nicht wiederkommen. Gefährt. Gefährt. Pferd. Passt ja wunderbar. Ich sollte vielleicht erstmal gucken, ob wir überhaupt irgendwas brauchen. Also ob wir überhaupt irgendwo nicht Schaden haben, bevor ich hier wieder alles groß rüberpacke. Schmiede, das war ja für... Ich nehme es mit. Schneider und Schuster-Set auch so. Hm, Kettenhemd hat was abbekommen. Na, Quatsch. Ich muss hier erstmal... Das waren alles kleine, oder? GHIK. 21. Kettenhemd. Ganz, ganz. Kyras noch nicht. Haben wir eine Spezialisierungsstufe erreicht? Mal gucken. Nee. So, Rüstung, Gambeson. Das ist aber eine Schneidersache. Der Rest ist komplett auf 100. Selbst das Schneiderzeug. Gut, das haben wir erst ganz gemacht, aber das geht auch immer ziemlich schnell kaputt.
beim vielen Beugen scheut es am ehesten. Eben an uns und eben an der Rüstung. Gambeson ist Schneiderkram. Klein, Schneiderset. Wahnsinn, wir gut. Bestimmt mit jeder Stufe steigt auch der Wert, den man mit einem Set, mit einem Schlag reparieren kann, weil man einfach geübter ist. Man holt mehr aus seinen Gegebenheiten heraus. Kann ich mir durchaus vorstellen. Klosteralltag, ey, das war was. Ach, hier ausrüsten. Das dürfte noch kein Blut haben. Ist unser Herodes noch voll ganz? Ich habe noch gar nicht bei den Waffen geguckt. Nein, ist es nicht, aber fast nicht kaputt. Wir lassen es mal halb rot. Gut. Also, dann müssen wir uns in der nächsten Folge ein neues Aufgabenfeld suchen. Pass doch auf, du Flegel! Du hättest mich fast umgebracht! Also, wir waren es nicht. So, wir sind fein raus. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.